Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Zuseherinnen und Zuseher. Heute habe ich endlich wieder Ausgang. Also ich darf endlich wieder in der Schule sein. Ich hätte mir selber nicht gedacht, dass mir das einmal so sehr wichtig ist, aber es kann sich alles sehr, sehr schnell ändern. So, und da bin ich auf Folgendes gestoßen, dass ich eigentlich heute hier ein unglaubliches Potenzial vor mir habe, beziehungsweise ich sage euch was, ich bin da wie in der Nationalbank, nur Ärger. Schaut, jetzt machen wir da mal auf, schaut mal, was da ist. Hier ist das ganze Götzhaus. Seht ihr das? Ein Wahnsinn. Aber das ist noch nicht alles. Schaut mal, was da hinten los ist. Und da drinnen, das ist ja unglaublich. Da ist die Kohle daheim. Weil ich werde noch reich, aber nichts verraten. Wann es ausgeht. Ich habe einen Schulschlüssel. Das ist ein Traum. Nein, natürlich nicht. Das ist ganz, ganz wichtig für uns, weil wir freuen uns ja natürlich schon wieder, wann die Schule beginnt. Und dann sind wir top vorbereitet, wie man sieht. Aber heute ist es ja so, heute haben wir ja den österreichischen Vorlesetag, habe ich mitbekommen, gell? Und da möchte ich auch aus der Lesemappen, schaut her, Lesemappe gibt es in unserer Schule, möchte ich euch gleich etwas vorlesen, liebe Burschen, damit ihr dieses Rätsel auch lösen könnt. Und zwar, es geht um Baumarten, Baumarten, ja? Also, da geht's. Dann ist mit mir Tanne, ho, se, li, ho, tenne. Ho, hi, ha, ei, he, ho, dünn, ho, te, topos, heut, he, fichte, ho, ja, ka, ho, so. Ja, jeder, der mir das nicht glaubt, schaut her, warte mal, das lege ich jetzt dann mal oben, da steht das wirklich oben, gell? Also, das, warte, das kriege ich noch nicht hin, gell? Da steht das oben. Das ist tatsächlich so, das ist ein besonderes Rätsel und das habe ich vorgelesen, gell? Also, ich sage euch was, ein paar Worte habt ihr sicher erkannt. Welche Baumarten waren da drinnen? Heute ein bisschen Biologie und eine Schätzfrage natürlich. Ihr seht das, ihr kennt ja diesen Raum. Wenn ich das kurz sehe, das ist das Klopapier. Eine Reihe hat 64 Rollen. Jetzt kannst du natürlich schätzen, weil das kann man nicht wissen. Und in der Mathematik ist ja Schätzen extrem wichtig. Und dieses hier ist ja unglaublich. Also da sind ein paar hundert Rollen drinnen. Ja, das ist heute zu schätzen. Was glaubt ihr, liebe Kinder, wie viele Klopapieren gibt es hier in unserer Schule tatsächlich? Also ich fange jetzt dann an zum Zählen und mich freut es, wenn wir uns dann morgen wieder sehen. Heute nur ein bisschen was zum Schätzen. Ihr arbeitet alle so fleißig, da kann man ruhig ein bisschen runtergehen, einmal vom Gas, gell? Wir sehen uns morgen. Pfiat euch. Danke fürs Zuhören, gell? Ciao, Baba.